Hallo ihr Lieben, heute mal wieder hier von Face to Face. Nicht wundern, ich bin jetzt neuerdings mit Brille unterwegs. Also wer mich bisher nur ohne Brille kannte, ich bin gerade dann ein bisschen beim Ausprobieren. Ich hoffe, die Brille funktioniert ganz gut. Das ist eine Gleitsichtbrille und ich hatte schon mal eine und die hat aber leider nicht funktioniert und dadurch ein neuer Versuch. Ich habe auch eine Arbeitsplatzbrille für Arbeit, logischerweise für den Computer, wo ich halt hauptsächlich sitze. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Im Moment relativ gut, muss ich mal sagen. Hätte ich jetzt so nicht gesagt. Und ich laufe schon relativ häufig wirklich eben auch mit der auf der Straße rum, zu Hause rum, auf Arbeit und so weiter. Und dementsprechend drücke ich mir jetzt einfach mal die Daumen. Mit der Arbeitsplatzbrille, glaube ich, habe ich noch so ein bisschen meine Probleme. Ich muss noch mal schauen. Aber da werde ich einfach probieren, sonst muss ich tatsächlich noch mal hin. Aber erstmal bin ich jetzt noch guter Hoffnung, dass das funktioniert. So viel erstmal dazu. Genau, ansonsten, ich hatte einfach mal wieder Lust, so ein bisschen zu erzählen, was so ist, wie es ist. Genau, das letzte Video, wo ich ja einfach mal gesprochen habe, ist ja schon eine Weile her. Aber ansonsten, geändert hat sich bei mir jetzt nicht so viel. Bin ja jetzt seit knapp 3 Jahren, etwas über 3 Jahren, bin ich jetzt schon bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Für mich halt auch vollkommen in Ordnung so. Klar, man weiß nie, wie lange das gut geht. Man weiß nie, was einfach ist. Das gehört für mich aber auch mit dazu. Man hat ja immer so ein bisschen seine Erfahrungen auch gemacht. Ich habe ja auch schon andere Arbeitgeber gehabt. Ich habe einen Arbeitgeber schon gehabt, wo ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe. Und dann gab es irgendwann den Knackpunkt, dass die damaligen Chefin unbedingt das Bedürfnis hatten, mich rausmobben zu wollen. Die haben sich sehr beeinflussen lassen von anderen Kollegen und vorher war ich immer so, diese Mitarbeiterin ist toll, sie ist super. Das war dann immer so diese Action. Und dann auf einmal plötzlich war ich das böse Mädchen. Und mittlerweile stehe ich da tatsächlich so rüber, weil ich glaube einfach, dass die Kollegen oder die Chefin dann einfach auch mich so nicht verdient haben. Ich bin ein sehr loyaler Mensch. Ich mag mich für meinen Arbeitgeber auch einsetzen. Ich habe immer beide Blickwinkel. Also wer es noch nicht weiß, ich bin Personalsachbearbeiter. Damals bei den 2 Chefinnen war ich so eine Mischung aus allem Möglichen, Mädchen für alles. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich hauptsächlich ganz viel Personalsachbearbeiter und habe da für mich einfach so ein bisschen das jetzt so angenommen. Ich bin jetzt kein Fan von Personalsachbearbeiter. Also am liebsten würde ich es gar nicht mehr machen, aber ich glaube, so eine Mischung, die ich jetzt aktuell habe, glaube ich, funktioniert ganz gut. Ich gebe auch demnächst ein paar Sachen ab, was die Personalsachbearbeitung angeht. Und das einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich komme zu vielem gar nicht mehr. Ich kann die Sachen nicht so gut machen, wie ich es gerne möchte, so gründlich. Ich bin mit vielen Sachen nicht aktuell. Also ich habe ja nicht, eben nicht nur die Personalsachbearbeitung, sondern ich habe eben auch Abrechnungssachen, wo ich Gelder bei Stiftungen abrechne oder die Kollegen halt bestimmte Sachen einrichte, damit halt sie ihre Arbeit halt auch machen können. Und dadurch ist es natürlich dann für mich jetzt einfach eine Option, die mir gefällt, dass ich halt ein paar Sachen abgeben kann. Es gibt einen kleinen Betriebsübergang und dadurch kann ich ein paar Sachen dann eben abgeben. Und das machen dann andere Kollegen. Und da ist mir immer wieder mal aufgefallen, es gibt ja öfter mal so einfach Diskrepanzen. Deswegen auch das Vorwort über meinen ehemaligen, vor ein paar Jahren Arbeitgeber. Und habe für mich da einfach festgestellt, dass Kommunikation tatsächlich bei vielen ganz schwierig ist. Es gibt natürlich immer eine Vorgeschichte bei jedem Arbeitgeber, warum bestimmte Sachen so verhärtet sind zum Beispiel. Und ich finde es halt immer recht schwierig, wenn man, also vielleicht so als Hintergrund, man gibt Sachen ab, man soll das den Kollegen zeigen oder übergeben. Und dann plötzlich ist das so, man ist so dieser Feind irgendwo. Man will, man ist immer der Böse, man
so mit dem Motto, ja, ich kann alles besser, ich kann alles schöner, ich kann alles toller, ich mache alles und wie könnt ihr sagen, dass das so viel ist und überhaupt nicht wertschätzen und noch gar nicht eigentlich wissen, was das wirklich heißt. Und das finde ich so unglaublich schade, dass das so passiert. Und es gibt ja so viele Sachen irgendwo, wo ich manchmal denke, also man gibt zum Beispiel irgendwie hier, probier das doch mal aus, schau mal, ob das funktioniert, kannst du das so machen? Und man dann gleich irgendwo gesagt wird, nee, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt machen soll. Ich muss erstmal mehr Hintergrundwissen haben. Dass es dabei aber einfach nur darum geht, machen. Einfach machen. ich glaube, das haben viele nicht begriffen und ich finde es halt echt, echt schade. Und würde mir gerade, was Kommunikation angeht, unglaublich viel mehr Entspannung wünschen. Und ich kenne es halt, ich bin selber, wer mich so ein bisschen kennt, ich bin nicht so der Mensch für Menschen. Also alles, was viele Menschen angeht, ist für mich schon, wo ich denke, ach nee, ich bin da mal weg. Und hat es jetzt letztens, war ich Freitag, also am 9.6., also um Datum zu nennen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das hochlade, das Video jetzt. War ich in der Hafenbar in Tegel, da bin ich ja öfter mal, war bei der Band Midlife und habe dort, ich gehe da gerne hin, ich mag die Location sehr gerne, ein geiles Team, also wer wirklich eine schöne Location und ein tolles Team dort erleben möchte, der geht in die Hafenbar Tegel. Ich habe noch andere Locations, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich nur dahin gehe, aber ich gehe halt da schon ganz gerne hin. Ich gehe halt auch gerne in die Junction Bar in Kreuzberg und also wer Berlin so ein bisschen kennt. Und genau, und dann wurde es jetzt mal unabhängig davon, dass es relativ gut besucht war, ist jetzt auch nicht immer, aber zumindest diesmal war es gut besucht. Und man merkte, dass die Stimmung so ein bisschen schwierig wurde in dem Moment, als dann so ein paar ihren Junggesellenabschied dort gefeiert haben und diese schon nicht mehr nüchtern waren. Für mich ein absolutes No-Go. Also ich muss dazu sagen, ich trinke einfach keinen Alkohol. Ich nehme Medikamente, die ich aufgrund einer Erkrankung nehme und da dürfte ich es schon so eigentlich gar nicht. Ich trinke aber generell keinen Alkohol. Und ja, ich fand es halt sehr, sehr schwierig für mich selber auszuhalten. Ich hatte Gott sei Dank zwei Bekannte neben mir sitzen, die schon öfter da waren, wo ich auch sehr, sehr dankbar war, dass sie überhaupt da waren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie gesehen habe und war halt auch sehr dankbar, dass sie da waren. Ich hatte mich nicht ganz so alleine gefühlt und habe dann wirklich gedacht, okay, müssen wir hinkriegen. Weil es für mich wirklich ganz schwer war. Und ja, die standen dann auch noch mal auf der Bühne, die Leute, die schon leicht angetrunken waren. Für mich hatte das ein etwas unkontrolliertes Verhalten. Wie gesagt, für mich selber, ich kann damit nicht wirklich gut umgehen. Und ja, und habe dann einfach nur gedacht, kriegst du hin, einfach durchatmen und dann passt das schon. Und habe aber eben auch gemerkt, wie schwierig das aktuell ist. Ich hatte es auch schon bei der Hinfahrt gehabt am Freitag und habe da gemerkt, viele Menschen waren unterwegs. Es war unglaublich stressig für mich. Unglaublich laut, also auch so laut von den Menschen her. Ne? Also so dieses, alle müssen unbedingt reden. Ich habe in der S-Bahn gesessen, die S-Bahn hatte anscheinend was zu sagen, nämlich irgendwie was durchzusagen. Und im Gegenteil, die wurden nicht leiser, sondern sie wurden lauter. Man hat also nicht verstanden, warum diese S-Bahn nicht weiterfährt. Oder die U-Bahn war voll und es waren auch viele, die einfach so in Gruppen da aufgeschlagen sind. Ich hatte auf dem Heimweg, dass ich halt von jemandem angesprochen wurde, der überhaupt nicht verstehen wollte, dass ich einfach nicht mit ihm reden wollte. Irgendwann hat er es verstanden, aber das hat eine ganze Weile gedauert und musste ihn da auch so ein bisschen unsanft dann irgendwo klar machen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und ja, und
dadurch. Menschen sind ganz, ganz schwer. Ich hatte es auf Arbeit schon, auf Festen. Ich bin nicht so der Festtyp, logischerweise, wenn dann ganz viele sind. Und ich hatte letztens, da möchte einer ein Sommerfest machen, organisiert das gerade. Und ich gesagt habe, nee, ich komme nicht, brauchst die Einladung nicht zu mir schicken. Ich bin raus. Und ich weiß, dass das für viele ganz schwierig nachzuvollziehen ist. Jeder Mensch ist ja anders. Ich finde es halt auch immer wieder wichtig, was ich eben auch immer wieder mitkriege. Es gibt Menschen, die haben so ihren Tunnelblick. Wenn die Sachen nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen, dann sind sie immer gleich pissig. So und dann, ah ja, warum machst du das jetzt so? Oder dann wird übers Leben geurteilt von einem anderen, wo ich denke, warum? Gibt auch unterschiedliche Menschen, jeder hat unterschiedliche Arten damit umzugehen und ich finde es halt immer unglaublich schade, dass da so wenig Akzeptanz, Kulanz anderen Menschen gegenüber passiert und ich bin glaube ich eher das Extreme, ich versuche immer ganz viel zur Ruhe zu finden und zu sagen, okay, der macht es so, ich mache es so, ist okay. Das hatte ich vor einer Weile auch mal mit meiner Freundin. Da habe ich zu ihr auch gesagt, ja, wenn du sagst, du möchtest links lang gehen und für mich jetzt nichts Gravierendes dagegen spricht, auch wenn ich zum Beispiel rechts lang gegangen wäre, ja, just for fun, dann gehen wir halt links lang. Also für mich ist es immer wichtig, wie wichtig ist mir das jetzt, meinen Willen durchzusetzen, ne? Wenn ich denke, ja, tut mir jetzt nicht weh, wenn ich irgendwie was anders mache, dann ist das doch okay. Und ja, also dementsprechend, ich struggle also sehr gerade mit Menschen. Mir fällt es da sehr, sehr schwer. Versuche mich dem aber auch zu stellen, werde versuchen da auch wirklich wieder entspannter zu werden, weil ich merke, dass es mir damit gesundheitlich auch nicht gut geht. Ich hatte ja vor vielen, vielen Jahren eine große Panikattacke gehabt und habe da dann eben angefangen zu lernen, wie man mit Panik, mit Angst umgeht und versucht da auch wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen, weil wirklich eine Panikattacke fällt halt echt schwer, dann das wieder rauszubekommen. Also für mich war es damals echt schwer, dann zum Beispiel Bus zu fahren, Bahn zu fahren, einkaufen zu gehen. Einkaufen war zum Beispiel damals noch so Drehkreuz, die gibt es ja heute so nicht, aber trotzdem ist da ja eine Schranke zum Beispiel. Und ich bin dann damals wirklich rein ins Einkaufen und habe mir meinen Teil genommen und bin auch gleich wieder an die Kasse und rausgegangen, weil ich gemerkt habe, dass das so schlimm für mich war. Und jeder hat ja seine unterschiedlichen Auslöser. Ich hatte zum Beispiel auch, es gibt so ein großes Einkaufszentrum bei uns hier in Berlin, für Lebensmittel und allem drum und dran. Und ich habe mich damals immer gewundert, warum kriege ich Panik, wenn ich da reingehe? Also normales Einkaufen war in Ordnung. Ich konnte einkaufen gehen, ich konnte machen und tun. Aber wenn ich in dieses Einkaufszentrum gegangen bin, habe ich immer Panik bekommen. Also eher die Angst vor der Angst. Ich glaube, wer ungefähr so eine Ahnung hat, der weiß ungefähr, was ich meine. Und bis mir irgendwann eingefallen ist, die Klimaanlage da war der Auslöser bei mir. Wer Panik kennt, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, dann rauscht das Blut in den Ohren. Und diese Klimaanlage hat bei mir Tatsache ausgelöst, dass es in den Ohren gerauscht hat. Mein Körper hat gesagt, Panik, Panik. Und ja, und meine Lösung war, ich habe mir mal einen MP3-Player reingesteckt. Mittlerweile kann ich auch so einkaufen gehen. Aber es gibt eben auch Momente, wo es mir einfach zu voll ist, wo ich dann denke, okay, ich bin dann wieder raus und ist dann auch okay. Also ich habe so meine Taktiken, auch wenn ich abends weggehe. Ich habe jetzt leider auch schon immer wieder mal absagen müssen und habe dann eben dort in der Location angerufen, habe gesagt, nehme meine Reservierung wieder raus. Ich bin zwar vor der Tür, aber mir ist das zu voll, ich mag nicht und schaffe das für mich nicht. Und ich versuche da eine Offenheit auch zu haben. Ich finde es nicht schlimmer, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, immer absagt und man irgendwie irgendwann dasteht und sagt, was ist denn mit der nicht ganz richtig? Ich stehe dazu, dass man bestimmte Sachen, dass ich bestimmte Sachen nicht kann, nicht mag. Und da sind auch Tage ganz unterschiedlich gewichtet, sage ich jetzt mal. Es gibt Tage, wo das so super funktioniert. Ich kann alles Mögliche machen und es gibt Tage, wo ich einfach denke, ganz schlecht finde ich doof.
Und dadurch, ich freue mich, wenn ich eben, wie gesagt, so kleine Locations, wo ich zum Beispiel abends weggehe, mache ich unglaublich gerne. Ich freue mich drüber, sitze auch unglaublich gerne am Rand. Hatte ich jetzt auch Tippi am Kanzleramt, da war ich öfter gewesen zu den 12 Tenören. Und ja, und dementsprechend, ich suche halt gerade so ein bisschen immer wieder meinen Ausgleich, wo kann ich am besten, wie geht es mir da am besten, und habe zum Beispiel seit Januar, habe ich jetzt wieder angefangen zu lesen. Ich habe sehr lange nicht gelesen. Ich glaube, der Auslöser war der Tod meiner Mama. Ich weiß es nicht genau, ob es wirklich so ist, weil aber das war halt so der Knackpunkt, wo es dann war. Und jetzt lese ich wieder, habe auch ein paar Bücher schon gelesen wieder und freue mich sehr darüber, dass ich das wieder machen kann. Freue mich auch immer, wenn ich abends ins Bett gehe. Es ist nicht so wie andere, die irgendwie gefühlt ein halbes Buch am Tag lesen. Das bin ich überhaupt nicht. Aber ich habe so ein, zwei Kapitel sind dann immer, die ich lese, und dann mache ich auch schon das Licht aus. Und ist für mich halt ein super Ausgleich, wo ich einfach auch mal in eine andere Welt eintauche. Ich höre ja auch gerade beim Basteln. Wer meine Videos hört, hört wahrscheinlich immer wieder auch eben die Aussage, ich höre Hörbücher. Und das sind oft aber auch Hörbücher, wo ich die Bücher zum Beispiel schon gelesen habe. Bin ja ein Fan von Harry Potter, von Twilight, von es gibt eine Fantasy-Reihe von Juliet Marilla, heißt die, glaube ich. Tochter der Wälder zum Beispiel ist der erste Teil gewesen. Da bin ich durch Zufall dran gekommen. Und das ist so ein bisschen auf Märchenbasis. Und für mich halt wirklich ein Buch, was ich so unglaublich gerne höre und auch lese. Und hatte auch schon Die mit dem Wind reitet. Da kann ich den Namen leider nicht aussprechen, aber da geht es eben auch um Indianer und einfach mal was für eine ganz andere Welt. Und aber ich lese eben halt auch gerne so eine Thriller. Und ja, also dadurch versuche ich da gerade so ein bisschen Ausgleich zu finden. Ich habe eben das Basteln für mich ja schon viel, viel länger jetzt entdeckt. Versuche für mich da so ein bisschen zu schauen, wo geht es mir eigentlich am besten. Und hatte versucht, mit dem Joggen anzufangen, das funktioniert aber irgendwie noch nicht. Ich brauche noch eine andere Taktik. Werde ich bestimmt auch nochmal ausprobieren, aber aktuell, jetzt wird es auch warm draußen. Das heißt, mein Kreislauf und Wärme, wir funktionieren auch nicht ganz so gut miteinander. Ich bin aktuell noch bei Mrs. Sporty. Dort mache ich halt immer die halbe, dreiviertel Stunde Sport. Ich weiß noch nicht, was ich mache, ob ich es weitermache oder nicht. Ich bin da noch ganz unschlüssig, weil auch da ist das Problem viele Menschen. Also, weil die Räume, wer Mrs. Sporty das Konzept kennt, es sind immer relativ kleine Räume, es sind keine großen Räume. Die haben jetzt aber entschieden, sie möchten auch Kurse anbieten. Das heißt, wenn ich dorthin komme, ist die Gefahr halt groß, dass dort ein Kurs stattfindet. Es heißt, es sind viele Leute da. Ich habe nur eine kleine Ecke, das heißt, ich fühle mich jetzt sehr eingeengt und ich weiß es gerade noch nicht. Ich bin mir sehr unschlüssig, ob ich es mache oder nicht. Also ob ich nochmal verlängere. Ich hatte vorsorglich gekündigt. Und das läuft jetzt noch bis Ende Juli. Aber ja, sehr schade auf jeden Fall für mich. Ja, ansonsten ist für mich aktuell viel, dass ich mich eigentlich auch sehr wohl fühle in meiner Wohnung. Habe jetzt eben, ist eigentlich relativ warm draußen, aber aktuell ist es noch angenehm frisch in der Wohnung. Das heißt, ich habe dadurch eben auch mein Jäckchen angezogen. Und genau. Ich versuche aktuell auch so ein bisschen an meiner Ernährung zu feilen. Dadurch, da ich aber auch sehr mickelig bin, muss ich so ein bisschen eine Zwischenlösung finden, weil ich natürlich viele Sachen esse, die sehr ungesund sind, und mir schmecken oft die Sachen, die gesund sind, nicht wirklich. Ich versuche einfach so ein bisschen aktuell mich auszuprobieren in vielerlei Hinsicht. Also ich bin jetzt weder vegan, vegetarisch noch irgendwas. Also ich probiere aber eben zum Beispiel auch aktuell ein paar vegane Sachen aus. Ich versuche die vegane Milch einfach mal, also diese pflanzliche. Dann eben auch mal Soja-Geschnetzeltes. Ich hatte jetzt so eine Gemüseburger, die fand ich wirklich sehr gut. Also wer da Interesse hat, die sind wirklich sehr lecker. Die hatte ich bei, ich
ich glaube, Vitalia hatte ich es gekauft. Und habe da einfach so ein bisschen für mich dann, probiere ich mich jetzt einfach mal aus. Ne? Also da darf man auch gerne mal ausprobieren. Ich finde das auch vollkommen okay, einfach auch mal zu sagen, okay, ich gucke einfach mal. Und also vielleicht habe ich irgendwann nochmal Rezepte, dann würde ich euch da auch mitnehmen. Und vielleicht gefällt es euch ja auch. Also falls ihr da irgendwie gerne mehr wissen wollt, irgendwie, was ich immer koche, wobei Kochen auch oft schon ziemlich übertrieben ist. Ich habe jetzt gerade nach links geguckt übrigens, oder nach rechts besser gesagt. Da liegen nämlich meine Schweinchen und die sind von der Wärme so ein bisschen platt, glaube ich. Die liegen da jetzt im Häuschen und haben keine Lust. ja, also wie gesagt, falls ihr gerne, ich sage es auch öfter mal in den Videos, falls ihr Themen habt, die ihr gerne sehen wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich bin da sehr offen. Ich hatte immer mal überlegt, ob ich anfange zu vloggen, aber ich habe noch nicht so den Rhythmus dafür raus. Ich bin dafür, glaube ich, noch nicht ganz so trainiert, aber vielleicht sollte ich einfach mal anfangen und gucken, wie es läuft. Es muss ja nicht gleich perfekt laufen und vielleicht nehme ich euch mit. Ich werde demnächst noch mal abends weggehen und vielleicht nehme ich euch da einfach mit, wie es vorher läuft, wie es nachher läuft, und theoretisch filme ich ja dann auch wieder, wenn ich abends weggehe, dann habe ich dann also dementsprechend auch wieder Material, wo dann das Konzert mit aufgenommen wird. Und ja, also dadurch, ich freue mich übrigens, ich weiß irgendwie, Musik irgendwie ist so mein Leben irgendwie. Ich mache ja selber Gesangsunterricht, Keyboardunterricht, wobei der ist aktuell ausgefallen, weil mein Keyboardlehrer leider krank ist, aber Gesangsunterricht. Und ich freue mich halt auch immer, es gibt mittlerweile so viele Bands, die sich einfach unglaublich freuen, wenn ich komme, die mich einfach auch begrüßen, die sich freuen, wenn ich es filme, weil sie dadurch einfach auch, wie sagt man es, Erinnerungen auch haben. Es hat jetzt gerade letztens einer gesagt, ein ganz lieber Bekannter, ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen, dass er sich da auch noch Jahre später über die DVD freut. Und wenn ich die Chance habe, gebe ich den Bands natürlich auch immer die DVD dazu. Ich mache sie mir für mich selber. Ich habe zum Beispiel... auch von anderen Bands jetzt noch die DVDs hier liegen und habe ja so meine Lieblingsbands, wo ich einfach, wenn ich eine Chance habe, immer da bin. Und dadurch, also es gibt einige. ja, also meine Lieblingsbands, ich war ja damals das erste Mal bei Midlife 2017, das war so mein erster, mein Start in die Welt, wo ich auch gefilmt habe, und lieb's halt sehr für mich. Hat damals bei der Fete de la Musique angefangen, am 21.06.2017. Die Fete de la Musique kommt jetzt wieder. Also wer Musik erleben möchte, ich glaube, es findet deutschlandweit statt oder auch europaweit. Guckt euch um, es gibt überall Musik zu hören am 21.06. Also das ist, findet übrigens immer statt, ne? Das heißt, also zumindest so der aktuelle Stand, immer zum Sommeranfang, der 21.06. Und dadurch gönnt euch, ich gehe auch wieder, also dementsprechend. Und da gehe ich halt eben, ich gehe zu unglaublich vielen Bands mittlerweile, unterschiedliche Bereiche. Ich bin zu irischer Musik schon gegangen, ich bin zu Blues gegangen, also ich, ob es jetzt damals Larkin war, es mit der irischen Musik, damit fing die irische Musik zum Beispiel an, dann gab es noch Clover, dann gibt es Blues und Funk, ist halt hauptsächlich Cheap Tricks, dann haben wir so eine Art Blues Coverband mit Blackmail, meine erste Band, wo ich war, war Midlife, und Midlife bin ich eigentlich, bis auf wenn die außerhalb von Berlin waren, also irgendwo weiter weg,
war ich nicht mit dabei oder auf Privatpartys logischerweise auch nicht. Aber ansonsten bin ich bei den Auftritten dabei. Und war aber jetzt aber eben auch schon bei anderen Bands, wo ich halt sehr, sehr gerne auch hingehe. Bei dem einen eben, die Band heißt Broken Dream. Ich fand es sehr, sehr schön da. Ich fand die Sängerin wirklich gut, weil die eine eigene Stimmfarbe hat. Ich fand die Texte auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt auch demnächst nochmal zu einem Konzert, wo ich noch nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Ich bin sehr gespannt drauf und einfach mal was Neues ausprobieren. Ich liebe es, wie gesagt, ich liebe Musik. Ich mag Dinge auch mal ausprobieren, zu schauen, was gefällt mir zum Beispiel auch. Ich war jetzt auch mal bei einer Band, die hat hauptsächlich Instrumente gespielt. Fand ich auch sehr spannend, war einfach mal was anderes gewesen. Also so viel auch, wo ich manchmal denke, also es gibt zum Beispiel auch eine Sängerin, da würde ich unglaublich gerne nochmal hingehen wollen, aber die spielt nicht in Berlin. Schade. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich habe jetzt, glaube ich, schon relativ lange hier gequatscht. Ich wollte einfach nur mal wieder euch direkt auch vor der Kamera zeigen, dass ich noch da bin und nicht nur immer in dieser Bastelperspektive. Wie gesagt, schreibt mir gerne, falls ich euch gerne etwas zeigen soll, was ich vielleicht ausprobieren soll. Ich habe noch eins, da hat mir jemand geschrieben, ob man mit Epoxidharz das ganze Blumen zum Beispiel auch so nicht direkt eingießen, sondern besprühen und konservieren kann. Da bin ich dran. Also das habe ich nicht vergessen. Ich muss bloß schauen, wie man es am besten macht. Theoretisch ist es dann, wenn man es einsprüht, ja, kann ich natürlich die Materialien dann so nicht mehr nehmen, sondern ich muss es irgendwie anders lösen. Aber wie gesagt, ich werde es ausprobieren. Ich bin da dran. Es gibt halt auch, ich hatte einen ganz lieben Kommentar, hatte ich auch schon im Video, einen ganz langen, ausführlichen unter meinem Videos, wo ich die Steine bemalt habe. Und fand ich super, super lieb. Ich werde es auf jeden Fall alles ausprobieren, was da stand, und gucken, wie ich es am besten umsetzen kann, weil ich Steine bemalen auch eine unglaublich entspannende Tätigkeit einfach auch finde. Und genau, ansonsten eben halt auch, dass da vielleicht einfach ein wunderschöner Austausch miteinander passiert. Und ja, dann, wer jetzt bis hier durchgehalten hat, vielen lieben Dank. Wie gesagt, das ist einfach ein Zusatzvideo. Ich werde es wahrscheinlich jetzt irgendwie die Tage irgendwie hochladen und freue mich dann einfach, wenn ihr mich beim Basteln oder bei den Musikvideos einfach mal auf YouTube begrüßt. Einfach ein Däumchen nach oben, Abo oder ein Kommentar. Ich liebe es halt sehr und freue mich sehr. Ich freue mich, dass wir über 500 Leute schon sind. Danke, danke, danke. Hätte ich damals nie gedacht, als ich angefangen habe. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr es schaut, und freue mich auf bald. Bis dann. Tschüss.